Moin Leute, Kollas hier. Willkommen zurück zu Palworld. Ich bin in der letzten Folge ja auch häufig gestorben. Ich habe einmal eben offscreen noch die Sachen eben zurückgeholt und dann war ein Lager-Event tatsächlich, aber wo halt Low-Level-Mobs ins Lager rein wollten. Es war ehrlicherweise nicht nennenswert, deshalb habe ich das gelassen, also mit aufzunehmen. Ich bilde mir jetzt immer mehr mein Team zusammen. Ich habe jetzt schon mal Serphant erstmal da reingepackt, genauso wie Arsox. Die lasse ich da erstmal drin. Fox Parks kommt da auf jeden Fall auch wieder rein, weil den will ich weiterhin möglichst gut ausstaffieren. Auf lange Sicht soll Arsox auf jeden Fall auch mein Reitmount werden. Serphant im Endeffekt genauso, halt für die Wasserregion. Zumindest Stand jetzt, bis es eventuell abgelöst wird durch was Besseres. Den Fuchs lasse ich durchgehend im Inventar, also im Team. Ich mag den. Ich mag den sehr. Den werde ich wahrscheinlich auch nochmal umbenennen, aber ich weiß noch nicht, wo drauf. Deshalb erstmal so. Jetzt muss ich auch erstmal tatsächlich gucken. Arsox Sattel. Und Serphant Sattel haben wir, glaube ich, beides noch nicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir können mal kurz gucken. Genau. Den kann ich auf jeden Fall noch nicht verwenden. Es ist auf jeden Fall noch gesperrt. Das heißt, den müssten wir auf jeden Fall einmal noch herstellen. Von Serphant haben wir. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist das Zeug herstellen mit dem Fleischermesser irgendwie. Das da. Ich glaube, das würde nämlich einiges helfen. Weil auch wegen Nahrungsgewinnung. Da bin ich aber noch nicht 100% sicher. Das könnte interessant werden. Das kann aber auch sein, dass es kompletter Nonsens ist. Mal schauen. Dann Pfeile brauchen wir auf jeden Fall noch einige. Ja, ich glaube, wir machen erstmal die. Achso. Und actually können wir mal eben hier die ausbrüten. Wir haben nämlich 4 Eier. Ein Sweeper haben wir. Was haben wir hier drinne? Felbert. Gucken wir uns gleich auch einmal an. Capriti haben wir schon. Und was haben wir hier? Noch ein Nightwing. Okay. Wir schauen mal hier einmal ins Management-System. So, den kennen wir nämlich noch nicht. Den schauen wir uns einmal an. Und das war's actually. Die anderen kennen wir. Dann schauen wir uns den doch einmal eben an. Okay, du siehst jetzt sehr crazy aus. Es ist entweder, wenn ich zu Pokémon nochmal tendiere, hat es irgendwie so eine Art Absol plus. Also Absol, so, nicht Absol, Absol. Und
irgendwie diesen Zyklopen Geist-Pokémon, ich komme gerade nicht drauf. Zwirklop. War es Zwirklop? Ich glaube, es war Zwirklop. Was kannst du denn? Ist das Tea Time dreimal oder was? Keine Ahnung, was das sein soll. Kann man jemanden für den Technologien holen? Sieht gerade noch nicht danach aus. Aber actually gucken wir uns den mal hier im Detail an. Ein Schatten-Pokémon, okay. Aha, Arzneimittelherrschung. Ah, okay. Das ist das. Ist auf jeden Fall interessant. Angriff ist auf jeden Fall sehr hoch. Verteidigung ist okay. Von der Optik her mag ich den schon, muss ich sagen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir lassen den erstmal im Team, oder? Weil ich meine, rausmachen können wir den immer noch. So, sehr gut. Dann haben wir nämlich ein volles Team. Oh, ups. Wir haben auf jeden Fall da genügend Schuss. Im Endeffekt brauchen wir auf jeden Fall Leder und Fasern für den Arsox-Sattel. Die Frage ist, ob wir das nicht sogar gerade farmen können. Das sollte in der Theorie ja gar nicht so dramatisch sein. Ich weiß gar nicht, muss ich eigentlich das Hackebeil ausnutzen? Ja, muss ich. Okay, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, actually. Angriff 25, Angriff 80, okay. Also geht das eher nur zu Pals, die ich schon habe, wenn ich das richtig sehe. Okay, also leider nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Ich hatte echt gehofft, dass ich die ganzen Leichen quasi von denen besiegten Pals verwenden kann. Aber anscheinend ist dem ja nicht so. Das heißt, wir machen mal kurz hier eine kleine Farmsequenz. Aber ich glaube, wir brauchen andere Viechers. Befehl Angriff zum Angriff. Ein bisschen schade, dass man da nicht sagen können, komplett aggressive Haltung. Also, dass der automatisch alles angreift, was auch nur in die Nähe kommt. Das wäre noch sehr interessant. Also, dieser Fuchsflammenwerfer, der ist schon ziemlich nice, muss man sagen. Die Frage ist, ich glaube, wir sollten mit Emir einmal ein bisschen Meter machen. Ich finde das halt ein bisschen weird, ehrlicherweise, dass der doch so extrem Stamina-fokust ist.
Hi. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Metallbarren nochmal. Die müssen wir uns nochmal organisieren. Weg mit dir. Okay. Kam mir auch erstmal voll entgegengeflogen. Oh, Ladar. Sehr gut. Komm her. Okay. Die Frage ist... Gab's auch von denen Leder oder nicht? Alter, du hast ja gerade komplett aus dem Leben genommen. Ja, okay, von denen gab's auch noch Leder. Dann ist das ein bisschen tiefenentspannter. Hier bauen wir doch mal eben noch mal ein bisschen Metall ab. Ich glaube mit Arsox tatsächlich als Reitmount A ist so ein Flammenwetter halt sehr cool und da kriege ich so der Hobbit-Wipes von den Zwergen, die auf den Wittern da durch die Ork reingeritten sind. Das war halt schon ziemlich nice. Und so ein Flammenwetter hat halt schon was. Also ich mag das an sich sehr. Was ich mit den nächsten Level-Ups machen will, ist auf jeden Fall das Gewicht nochmal hochpushen, weil vom Gefühl her ist Gewicht immer noch wichtiger als HP. Stamina dürfte ich mit 200 jetzt auf jeden Fall erstmal genügend haben. Da sehe ich jetzt erstmal noch nicht so das Problem. Bei anderen Sachen könnte es halt anders sein. Und da ist anscheinend ja auch quasi ein einen Falldamage gibt ab einer bestimmten Höhe für den Charakter spezifisch. Muss man halt auch ein bisschen aufpassen tatsächlich. Aber der ist ja doch relativ human gesetzt, muss man ja sagen. Da ist noch ein Ei. Komm her, das schnappen wir uns einmal. Das kann ich doch sicher von deinem Rücken aus einsammeln, oder? Ja, sehr gut. Dann fliegen wir erstmal zurück. Nee. Muss ich in die Richtung? Ja. Norden, nordwestlich muss ich, okay. Das mit der Stamina bei den Flugkreaturen, ja, kann ich verstehen, warum man es macht, aber es ist halt schon irgendwie so ein bisschen, nennen wir es mal suspekt. Vor allen Dingen, weil das Stamina halt alleine schon, um so eine Höhe zu überwinden, ist relativ schnell aufgebraucht ist. Ich meine, mittlerweile geht's sogar, wegen den zusätzlichen Leveln, die jetzt Nightwing hinterhergekommen ist, aber... Ah. So, Ladar haben wir. Okay, das Coole ist, ich kann trotzdem, dass ich Übergewicht habe, immer noch fliegen mit dem.
Zwar bei weitem nicht so schnell, aber immerhin. Heißt, wir gehen jetzt einfach einmal runter. Gucken uns das dann nochmal an. Hier kann man gleich einmal so sagen. Dann können wir doch theoretisch die Sachen da einfach mit einsortieren, ne? Beziehungsweise, ich habe ja hier in der Box habe ich ja Steine. Leder packe ich da nicht rein. Habe ich noch was, das ich da reinmachen kann? Nee, eher nicht. Warum ist da Wolle drin? Dann packen wir doch einmal hier das Ding rein. Moment. Öffnen. Wolle, das packe ich auch erstmal da rein. Er passt. Und ich glaube, in der Truhe hatte ich genau die Sachen drin. Dann passt das schon mal besser. Aber ey, was ist denn so ultra schwer noch? Das Horn, aber so viel ist das jetzt irgendwie auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich hier auch Horn habe. Hier ist auch nochmal Horn drin. Ich muss sie unbedingt nochmal umsortieren. Ne? Das. Und das war's actually, oder? Ich glaube, ich steig mal kurz ab und werf die Dinger noch mal ein bisschen anders rein. Das kommt nämlich in Ausrüstung rein. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Sachen sind auch jetzt nicht so schwer. Was ist denn so schwer? 35 Bären wiegen 7 Kilo. What? Okay. Ach, die Steinchens, die wiegen noch einiges. Oh, nee, warte mal. Die Dinger mache ich einfach über. Die kommen einfach hier rein. Und das kommt auf jeden Fall auch da noch mit rein. Und dann bin ich gut, würde ich sagen. Ein paar Fasern brauchen wir auf jeden Fall noch. Wobei, ich glaube, Fasern bekamen wir hier bei denen her, ne? Ja. Einfach mal ein bisschen Holz kloppen, dann kriegen wir auch genügend Fasern dabei. Dann können wir uns gleich den Asaks Sattel machen. Was halt eine sehr coole Sache ist. Man muss halt sagen, diese Metall-Spitzhacken, die sind halt so viel besser. Damit zerschrotet man hier richtig alles. Ich glaube tatsächlich. Ja, okay, war vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, oder? Ich hätte vielleicht gerade gedacht, dass man da ein bisschen schneller mit ist. Okay, Ausweichrolle geht auf jeden Fall nicht mehr, Springen geht nicht mehr, Sprinten geht nicht mehr. Ich meine, wen hätte es gewundert, aber
kann man ja mal ausprobieren. So. Dann stellen wir das doch einmal eben mit her. Dann haben wir auch den Sattel, was sehr cool ist. Gibt es eigentlich eine Anzeige, welche Perls Tag und Nacht aktiv sind? Weil das wäre halt auch sehr interessant zu wissen, actually. Habe ich noch gar nicht so explizit drauf geachtet. Warte mal, Arsox. Ja. Gerade mal kurz gucken, weil in der Theorie müsste das ja hier ersichtlich sein. Nee, steht's nicht bei. Vielleicht bei den Details? Oder ist das halt wirklich die, die quasi unter Rubrik Schatten laufen, dass die immer nachtaktiv sind? Ha. Komm mal her. Das Coole ist bei dem halt, auch wenn man nachts unterwegs ist, macht halt die ganze Zeit Licht. Das ist Flammenhorn. Okay. Das ist ein Charge. Okay, ist... Na, wobei... Ich weiß gar nicht. Fühlt sich ein bisschen schneller an als mit dem Elch. Nicht viel, aber ein bisschen. Na komm. Okay. Heißt, wir können hier auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir noch ein bisschen mehr leveln. Es ist ja vergleichsweise doch recht langsam und wir haben da halt schon Gegner mit Level 25 und so weiter. Und wie wir festgestellt haben, sind alleine 5 Level teilweise schon ultra schwer. Oh, wir könnten Doomhund nochmal besiegen. Vor allen Dingen können wir es dann einfangen. Okay, wir steigen mal eben ab. Ich denn. Machen wir mal Serpent, mal gucken, ob Serpent da ein bisschen krasser gegen ist. Ist ja theoretisch Boden, also würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Ist halt nicht geboostet. Wir können ja ein bisschen variieren hier, ja? Er brennt auf jeden Fall.
Sollte passen, oder? Der wollte mir gerade einen wegklatschen, ey. Jo, haben wir. Sehr gut. Plus 892 plus 1000 irgendwas XP, okay. Jo. Ist gut. Komm, mach sie weg. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können einmal wieder auf diese normalen wechseln. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Nahrung. Und meine Pals haben ein bisschen Nahrungsprobleme. Wunderbar. So, jetzt die Frage. Achso, Ausdauer haben wir noch nicht auf 200. Jetzt haben wir es auf 200. Arbeitstempo bin ich echt am Überlegen. Ach, wir können es nicht nachträglich respecken. Okay. Gut. Technologien, was haben wir denn hier? Panzerfaust, nö. Klingt interessant. Okay, das ist, glaube ich, eine verbesserte Form einfach von der Feuerstellung. Feuerheizung nehmen wir auch mal mit. Die anderen Punkte lassen wir, glaube ich. Ah, Univolt-Sattel können. Ja, wobei, brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Wir bleiben ja erstmal bei unserem Dings da. Oh, da ist eine Truhe, die wir mit einem Stallschlüssel, glaube ich, aufmachen können. Ja. Was haben wir denn da so? Alter Bogen, Bauplan. Okay. Wirkt jetzt erstmal nicht so interessant dann. Ich bin gerade wieder dazu geneigt, Mr. Mammut anzugreifen. Ich weiß, das ist eine saudumme Idee. Aber ich will es mal probieren. Okay, er one-shottet schon mal meinen Foxparks nicht, was ich gedacht hätte. Wir können da eventuell mitspielen. Weil der hat relativ langsame Angriffe. Und dann können wir so die ganze Zeit dem ein bisschen, ich sag mal, Trick 17 nennen. Okay, der AOE ist natürlich hart. Da müssen wir sehr aufpassen. Achso, ich dachte, das wäre der Stampfer. So weit, so gut, würde ich sagen. Ist halt ein bisschen. Oh fuck, Alter. Okay, also der Angriff ist schon übel. Lass mal eben mal kurz ein bisschen Rest. Und holen ihn mal. Ja, mit dem Bogen brauche ich fast nicht drauf schießen, weil ist halt zu wenig. Bin gerade dazu geneigt. Hm.
komm her. Funktioniert soweit. Ich glaube, das, was am krassesten ist, wo ich richtig drauf aufpassen muss, ist halt wirklich dieser Stampfer. Alles andere kann ich easy ausweichen. Oh Mann, sagte er. Hallo? Warum haust du ab? Darf's nicht abholen. Sehr gut. Ne, komm mal ein bisschen mehr her. Diesen Angriff, der darf halt nicht durchkommen. Alles andere ist no problem. Sehr gut. Aber ich muss einmal kurz darauf warten, wie es ist, wenn der den Stampfer macht. Geht der dann nur mit dem Vorderbein hoch oder? Vor allen Dingen, der Stampfer ist so eine Bodenattacke. Kann er trotzdem meinen Nightwing hitten? Ich würde erstmal fast mutmaßen, nein. Ich kann mich aber auch irren. Ich meine, zumindest einen Hit sollte er ja abkönnen, ne? Okay. Nightwing hat actually sehr viel Death gerade gezeigt. Das war ein direkter Hit, so. Echt ein bisschen Angst vor diesem scheiß Stampfer. Okay, also er tanzt einmal mit diesem Vorderbein so. Dann weiß er, dann kommt der Stampfer danach. Okay. Na, gucken wir mal auf Felwett. Okay, keine Chance. Okay. Genau, richtig zurückgezogen. Das Zurückziehen ist halt ultra worth it, ne? Oh Mann. Das war nicht gut zurückgezogen. Ich brauche halt echt nicht drauf schießen, ne? Das ist einfach kompletter Waste. Wie sieht's denn eigentlich bei meinem Foxpark so aus? Sehr gut. Ich würde gerne noch einen Stampfer abwarten. Oh fuck.
Ja, komm. Zurückziehen, wieder hin. Da kommt der Stampfer, oder? Ne? Jetzt kommt der Stampfer. Einmal so on the fly nochmal eben Nahrung geben. Ist noch nicht der Stampfer. Ist auch noch nicht der Stampfer. Ist auch noch nicht der Stampfer. Auch noch nicht. Da habe ich den bambuselt. Da kam der Stampfer. Hat so ein bisschen Dark Souls Vibes irgendwie, oder? Einfach mal mit einem anlegen, der einfach doppelte Level hat. David versus Goliath quasi. Oh fuck. Das wäre fast schief gegangen, aber auch noch fast. Na komm. Ich mache schon mal eine Gigasphäre actually bereit. Weil vielleicht können wir ihn ja sogar fangen. Actually probieren wir es gerade mal. Oh fuck. Es fangen ist vielleicht auch ein bisschen zu interessant gemeint. Acht Prozent, komm, easy. Fuck. Nochmal 8%, easy. Oh mein Gott. Wir haben ihn. LOL. Jo, einfach doppelte Level. Easy. No problem. Okay, das ist schon actually sehr, sehr witzig, ne? Das ist schon sehr, 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 sehr witzig. Okay. Und wieder mal hat unser Fuchs den Tag gerettet. Ja, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich mache mich jetzt auf zum Lager und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, adios. Ciao.